Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Beim letzten Mal haben wir die Söldner auf unsere Seite gezogen. Jetzt wollen wir das gleiche mit der Diebesgilde machen. Und schauen deswegen da mal vorbei. Ezio. La Volpe, ich bin überrascht, euch zu sehen. Und was treibt euch vor meiner Haustür? Wartet, ich kenne die Antwort. So wie immer. Ihr wollt meine Spione einsetzen. Dann helft mir. Um Machiavelli zu helfen? Nein, danke. Dieser Mann verrät unseren Orden. Ein ernster Vorwurf und das von einem Dieb. Habt ihr Beweise? Er war Botschafter am Hof des Papstes und ist als persönlicher Gast von Cesare gereist. Ich weiß auch, dass er euch kurz vor dem Angriff auf die Villa verließ. Machiavelli mag nicht allen gefallen, aber er ist Assassine. Kein Verräter. Mich überzeugt das nicht. In diesem Moment trifft er jemandem im Trastevere. Wollt ihr mich begleiten? Ich folge euch. Machiavelli zusammen mit La Volpe belauschen und La Volpe überreden, sich wieder der Bruderschaft anzuschließen. Jetzt habe ich volle Synchronisation nicht gelesen. Naja, ist mir eigentlich egal. So, jetzt bin ich hier rausgelaufen, nur um jetzt wieder reinzulaufen in die Stadt. Übrigens, ich bedanke mich schon mal im Voraus für die reichlichen Kommentare, die ihr eventuell unter den letzten Part geschrieben habt. Falls nicht, trotzdem für jeden Kommentar vielen, vielen Dank. Eure Meinung ist mir sehr wichtig. Ich habe allerdings das mit diesen Framedrops irgendwie mal noch nicht so richtig in den Griff gekriegt. Aber gut, kriegen wir auch noch irgendwie hin. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm, wie es am Anfang war. Eieieiei. So viel dazu, ne? Ist schon wieder ein Borgia-Turm. Dinger schießen aber wie Pilze aus dem Boden. Ja, jedenfalls vielen Dank für eure Kommentare. Unter dem letzten Part. Ich weiß sie sehr zu schätzen. Und ich konnte sie jedoch noch nicht lesen, weil ich nehme diese Parts hier in einer Aufnahmesession auf. Deswegen bitte ich um Nachsicht. Ich werde euch aber natürlich, wenn dieser Part oder der letzte Part eben rauskommt, werde ich euch in den Kommentaren natürlich entsprechend antworten darauf und werde das für meine nächste Aufnahmesession berücksichtigen. Ich denke, die heutige Aufnahmesession wird nach diesem Part, also der letzte Part, dieser Part und ja, denn der Part danach noch, also diese drei Parts werden eine Aufnahmesession sein, deswegen, wie gesagt, ab Nachsicht. Ja, man kann es natürlich auch so machen, ne, Ezio? Und was haltet ihr davon? Hilfe! Volpe, mein Sohn Claudio wurde verletzt. Sie werden ihn erschießen. Die erledige ich. Los, holt euch die anderen. Hoffentlich verkacke ich das jetzt nicht schon wieder. Daneben. Hä? Hast du verloren? Hä? Was war denn das jetzt gerade für eine Scheiße? Ich sollte die Ziele mit den Wurfmessern erledigen, ne? Da ist er! La! Tötet
Schnell, sucht ein Versteck. Ich kann nicht. Die werden mich töten. Passt gut auf. Tut, was ich tue. Kui, tun wir es. Getan, dass wir so einen unfähigen Stadtrat verdienen. Ist das zu viel? Meine Frau ist wieder krank. Ich schätze, es ist schlechte Luft. Ein Miasma. Seht euch nur um. Ich müsste zu Hause raus. Sie hat wieder angefangen, mich anzuschauen. Noch ein Zöger? Claudio! Molte grazie, messere. Taucht eine Weile unter. Intesi? Die Wachen suchen nach euch. Es hängen schon Steckbriefe. Dann reißt sie ab. Oder steckt den Herolden ein paar Florin zu, damit sie schweigen. Ich könnte auch Zeugen eliminieren. Ihr wisst, wie man untertaucht. Mehr. So. Immer wieder super, wie man dadurch, dass man einfach ein paar Leute anstecht, dann passt wieder alles, ne? Also, dann ist man auf einmal untergetaucht. Wenn er schon so bereitwillig im Pferd steht, dann nehme ich das auch gleich. Entschuldigung, junge Dame. Ich find's witzig, so gefühlt ist die Reitmechanik in diesem Spiel besser als in Red Dead Redemption 2. Das ist ein Spiel, wo es um Cowboys und um Reiten geht, ne? Also nur so nebenbei. Die Pferde steuern sich hier smoother. Wow. Was war das für eine Nacht? Wolpe, hört mich an. Der Schein trügt. Ihr habt von Machiavelli nichts zu befürchten. Dessen bin ich sicher. Ich habe euch für Claudios Rettung zu danken. Wenn ihr sagt, Machiavelli sei unserem Orden treu, glaube ich euch. Also, was ist mit den Dieben? Wir wollten dieses alte Gemäuer reparieren. Aber nun, da wir zusammenarbeiten, würde ich gerne wissen, was ihr denkt. Wir müssen vor allem die Borgia fernhalten. Vielleicht als Taverne getarnt. Ja. Das gefällt mir. Dann soll es so sein. Saufen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier... eine... Grazie. Kommt bitte wieder. Vor allem eine Taverne mit Aussichtsturm. Willkommen, Ezio, im La Volpe Addormentata. Die Taverne ist perfekt. Niemand wird ihren wahren Zweck erraten. Von hier leiten wir die Gilde. Besucht mich, wann immer ihr wollt. Vielleicht gibt es Aufträge zu erledigen, die unserer Sache in der Stadt dienen.
Ich sehe, ihr Diebe liegt im Wettstreit. Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr ihnen noch etwas beibringen. Oh ja, ich vergaß. Wir haben auch Glücksspiele. Eine sehr gute Einkommensquelle, denn wir sorgen dafür, dass die Borgia-Wachen immer verlieren. Eine Sache noch. Eure Spione müssen den Apfel finden. Er wurde mir entwendet. Wir suchen bereits die Stadt danach ab. Molto bene. Kommt zur Isola Tiberina, wenn ihr ihn findet. Werde ich. Alla Volpe auf unserer Seite zu haben, ist definitiv gut. Der Junge kann was. Verringerung nicht entdeckt werden. Ah, okay. Das war 100% Synchro, die ich geschafft habe. Wohlgemerkt. So, können wir erstmal kurz, wo hier in der Nähe ein Arzt ist. Ich brauche einen Dottore. Und hier kann man ein Gildengebäude wiederbeleben. Oh, hier hinten gibt es einen Synchronisationspunkt direkt hinter mir. Das Würfelspiel Hazard steht ab sofort in der Diebesgilde zur Verfügung. Na, wunderbar. Ich glaube, das habe ich damals nie probiert. Deswegen werde ich das mal testen bei Gelegenheit. Aber nicht jetzt. Wir müssen nämlich... noch die Kurtisanen auf unsere Seite bringen. Oh, ein Dieb. Also einer, der nicht zur Gilde gehört. Wo ist eigentlich mein Pferd? Wo ist mein Pferd? Muss ich diese Bank eigentlich noch kaufen? Kommt, Freunde, schaut, welchen Unterschied Qualität macht! Ich glaube nicht, oder? So ein geiles Blau. Das muss ich unbedingt mal finden. So, Fabro. Definitiv renovieren, bitte. Nur die angesehensten Kunden beehren dieses Geschäft. Die Elite weiß, wo man die beste Ware bekommt. Händler noch renovieren. Ich habe sogar den ganzen Kalvarienberg auf 13 Tafeln von Gianluigi Pantaleone il Grosso. Und ja, er mag nicht Dottore. Kommt und seht, was meine Galerie zu bieten hat. Sicher habe ich ein paar Überraschungen für euch Kunstkenner oder Sünder, die So. Einmal heilen, bitte. Und dann hätte ich definitiv noch gerne Medizin.
Vergebung bald brauchen. Fühlt ihr euch schon viel besser, Freund? Ich habe Devotionalien hier, für die würde Gott einem untreuen und diebischen Mörder vergeben. Wenn man hier nicht mehr runterkommt. Die Wahrheit ist, man kommt hier nicht mehr runter mit dem Pferd. Interessant. Ups, Entschuldigung. Dieses entzückende Ritratto von Papa Gregorio ist... Was ist denn dieses Apothekenzeichen da? Kann das mal jemand verraten? So, jetzt ist Unterschlupf. Hier ist es. Ah, eine wiederhergestellte Erinnerung, okay. Und hier ist der Schatz des Romulus. Dann würde ich jetzt sagen, erstmal hier Diebe einquartieren, wenn wir hier schon in der Diebesecke sind. Oh, apropos Dieb. Dankeschön. Also, komm mit hin. Auf geht's. Hey, hey! Andiamo! Ja, ich habe das Augensymbol gesehen. Ich werde mich um diese Hinterlassenschaften meines Vorgängers kümmern bei Zeiten. Aber da werde ich mal, wie gesagt, extra Folgen dafür machen. Also das werde ich jetzt nicht in den normalen Story-Folgen machen. Ja, ich bin immer betrunken. Ein gewisser Grundpegel ist nie verkehrt. Prost. So. Kann ich auch hier, wenn ich schon mal da bin, kann ich den Fabro auch gleich renovieren. Heimwerkerkönig. Erfolgfreundschaft. Nur die allerfeinsten Abgüsse unverbitt. Bindungen. Dergleichen habt ihr gewiss noch nicht gesehen. Das ist aber wenig. So, komm her, Mädchen, auf geht's. Nur einen oder zwei. Was will? Andiamo! Hi, hi! Also, dass man mit dem Pferdchen irgendwo runterspringen kann, das ist natürlich... Das ist natürlich schon ein bisschen bescheuert. Beine brechen hin oder her, ja, aber... Ja, Rom hat dann doch so den ein oder anderen Höhenunterschied, den man hier überwinden muss. So. Dann holen wir uns einfach unser Pferd immer wieder. Okay. Die Wachleute überreiten hier einfach auch
wahllos Menschen. Diese Borgia haben in dieser Stadt jede notwendige. Ponte Questio. Die Damen des ältesten Gewerbes, die werde ich jetzt mal besuchen gehen. Also ich habe diese Frame Drops nach wie vor, ihr seht es ja gerade. Also es hat nichts gebracht, V-Sync einzuschalten, leider. Überdimensionierten Fuhrwerke vernünftig zu parken. Gut, dann werde ich nach diesem Part tatsächlich vielleicht doch nicht die Aufnahmesession fortsetzen, sondern nochmal eine Lösung für dieses Problem suchen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich mit einer hohen Auflösung spiele, weil ich neben in. Also ich spiele in Ultra HD, weil ich ein Ultra HD Display habe. Vielleicht liegt das da dran. Mit dem Pferd sich teilweise in der Stadt fortzubewegen, das ist echt. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Ah, das denke ich mir auch immer. Ich sollte mich auch besser in Form halten. So. Guten Tag. Willkommen in der Rosa in Fiore, Fremder. Salve. Wärt ihr so freundlich, die Dame des Hauses zu holen? Madonna Solare ist nicht da. Wisst ihr denn, wo sie ist? Ich... Aiuto! Aiuto! Madonna Solari! Lucia, wir dachten, du hättest uns verlassen. Die Männer brachten uns auf ein Schiff. Mich ließen sie gehen, aber... Wer brachte euch auf ein Schiff? Sklavenhändler, Misere. Bei der Isola Tiberina. Sie verlangen ein Lösegeld im Austausch. Ich hole sie zurück. Nicht schwimmen, genau, hier war das. Kurtisane, Datenbankzucker. Ich habe mich direkt an den Giudice gewandt. Warum? Dass öffentliche Trunkenheit und Wollust nur an Festtagen und auch nur in öffentliche Trunkenheit und Wollust, ja, das klingt nach mir. Nein, Spaß beiseite. Genau das wollte ich. Alter. Ja, ich werde definitiv diese Aufnahmesession dann abbrechen, wenn ich mit diesem Part hier fertig bin, und werde dann schnellstmöglich eine Lösung für das Problem suchen. Aber sowas von schnell. Ich hoffe, ich finde eine. Wobei, was ich noch probieren könnte, was mir gerade einfällt, ist... Wie gesagt, dieses Spiel ist ja nicht ausgelegt auf... Vielleicht mache ich einfach... Ich probiere es nochmal, das auszumachen. Bevor ihr jetzt sagt, drei... Ja, es gibt nur drei, ja, also...
Ja, dann nehme ich halt nur in Full HD auf, letzten Endes. Das soll mir auch recht sein. Okay, jetzt kommt es mir gerade so vor, als ob es deutlich smoother läuft. Schauen wir mal. Hey, wir sind doch nicht bei den Barbaren hier. Wie wir bei den Barbaren sind. Seid ihr wegen der Hure hier? Ayutate mi! Ich habe euer Geld. Lasst sie gehen! Nein! Wendet euch an Cesare! Oh. Ich habe ganz viel Zeit. Ich hoffe, ihr auch. Angriff! Eure Schwuchteltaktik könnt ihr woanders machen. Entschuldigen Sie, aber ich werf nur mal den Dreck hier weg, ne? Valentino da Sinas Gebiet wird betreten. Aber auch interessant, dass Cesare Leute bezahlt, um Huren zu töten, also. Vor allem dann schön noch Lösegeld kassieren, ne? Ich meine. Fast ins Wasser geworfen. Bäh, Alter. Rübel, du hast Lärm. Alter, aus dem Weg, ey. Das ist doch der Wahnsinn hier. Die Leute aus dem Bach. Hier? Dorian! Okay, das war. Das war falsch abgebogen, würde ich mal sagen. Ich habe sie nicht abgestochen, das war so ein Dings, so ein Fangen-Move quasi, den man auch bei diesen Dieben machen kann. So, da bin ich wieder. Hallo? Jetzt muss ich durch den Hintereingang. Hä? Wollt ihr mich hier verarschen? Cazzo. Hm? Was macht der denn da? Oh, geil. Muskat. Nice. Mutter? Schwester? Ezio. Sir Machiavelli sagte, du wärst vielleicht hier. Was macht ihr hier in Rom? Wurde Florenz angegriffen? Nein, oder eher, ich weiß es nicht. Wir waren nicht in Firenze. Warum? Ezio, wir wollen helfen. Ich wollte euch helfen, als ich euch nach Florenz schickte. Wo ist Madonna Solari? Sie ist tot.
Merda. Was nun? Müssen wir jetzt schließen? Ihr schließt nicht. Ich brauche euch. Messere, wenn niemand die Geschäfte führt, sind wir am Ende. Ich tu's. Du gehörst hier nicht her, Claudia. Ich weiß, wie man ein Geschäft führt. Onkel Marius führte ich Jahre. Dies ist anders. Welche Alternative hast du, Ezio? Wenn du es machst, Claudia, bist du ganz allein. Ich war die letzten 20 Jahre allein. Dene. Ich plane, das Bordell herzurichten. Hier sieht's ja schlimm aus. Und ich will, dass die Dirnen Caterina Sforza finden. Du kannst auf uns zählen. Ich glaube, dem Ezio hat das letzte Bad mit Caterina gefallen. Deswegen würde er es gerne wiederholen. So, junger Mann mit Strumpfhose. Rosa in Fiore. Ach so, jetzt kostet es 2500. Ja. Ezio renoviert es nicht nur, er stockt auch gleich auf, ne? Also. Ein gutes Geschäft. Hab Dank. Schick, schick. Willkommen in der Rosa in Fiore. Wie du siehst, ist es das beliebteste Bordell in ganz Roma. Seit 5 Minuten mein im Betrieb. Geld ist gut das beliebteste angelegt. Bordell in ganz Roma. Hier ist eine Liste der Künste meiner Mädchen. Viel bringst du ihnen nicht bei. Du kannst es besser? Nessun problema. Ezio, die Borgia machen es Claudias Dirnen schwer. Es gibt vieles, was du tun könntest, um ihnen zu helfen. Ich werde es mir merken. Viel bringst du nicht bei, vor allem ordentlich zu schreiben, weil man kann die Scheiße überhaupt nicht lesen. Ezio. Habt ihr Caterina gefunden? Wir arbeiten daran. Bene. Besuch mich auf der Isola Tiberina, wenn du etwas erfährst. So, schwere Verhandlungen. Das ist eine Liste von der Künste meiner Mädchen. Ja, okay, schreiben gehört nicht zu ihren Künsten. Ja, Freunde, wir haben einiges geschafft. Wir haben die Kurtisanen, die Diebesgilde und die Söldner auf unserer Seite. Dann würde ich sagen, fahren wir beim nächsten Mal fort. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Wenn es euch diesmal gefallen hat, hoffentlich auch beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Bis dahin, ciao, macht's gut, Freunde.